Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Video. Und heute geht es darum, wie man ein Setup entwickelt. Und da sind wir auch schon genau am richtigen Ort, an dem Ort, an dem sich das meiste abspielt, nämlich dem Time Trial. So, man fängt an, indem man praktisch zu der Strecke geht und dann eines der Standard-Setups, also das, was natürlich für die Strecke am meisten passt, auswählt. Für Bahrain ist jetzt zum Beispiel wahrscheinlich Increased Top Speed. Gehe ich mal kurz durch. Das ist das Standard-Setup vom Spiel. Und damit fährt man dann ein paar Runden. Dann nimmt man das Rang 1 Setup vom Weltrekord. Muss man Entschuldigung, auf die Weltrekordler aufpassen. Auf die Hacker. Und dann praktisch den ersten Weltrekordler auswählen. Das wäre in dem Fall hier Matthias, Kolo, irgendwas. Auf jeden Fall ist das Hayes, SHD Hayes. Oder Josh Idowo. Das ist Veloce Surprise, wer die kennt. Dann laden wir mal dem sein Setup. Dann sieht das hier so aus. Wir sehen, dass dieses Setup nicht fahrbar ist. Also ignorieren wir es. Da gibt es ein paar Dinge, wo man dann sehen kann, dass man das eigentlich nicht fahren möchte. Dann lässt man es wieder und nimmt stattdessen den zweitschnellsten. Aber das ist kein rennfähiges Setup. Das kann man an ein paar Markern so direkt erkennen. Warum willst du mir sagen, dass du das gleiche Setup genommen hast? Fahrt ihr etwa alle diese wahnsinnige Scheiße? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Okay. Dann schaue ich mal nach dem ersten, der ein vernünftiges Setup gefahren ist. Blakely? Ah, Lukas Blakely. Genau. Zum Beispiel. Auch ein Pro-Fahrer ist ein vernünftigeres Setup gefahren. Damit lässt sich leben. So. Damit fährt man dann auch durch die Gegend. Oh, Julian ist hier. Ah, ne. Egal. Damit lässt sich dann auch vernünftig leben. Damit fährt man dann auch, versucht die schnellste Zeit wie möglich zu machen. Und dann macht man Schluss für den Tag. Weil man will nicht zu viel Zeit fahren üben. Am nächsten Tag kommt man dann, fährt sich im Zeitfahren wieder ein. Macht dann auch noch die Änderungen, die man, die typischen Änderungen macht, die das Setup dann fürs Rennen verbessert. Generell als Tipp hier, wenn ein Setup im Zeitfahren übersteuernd ist, ist es nicht fahrbar im Rennen. Oder zumindest nicht perfekt. Und dann fährt man ein Rennen. Und schaut, wie hoch ist der Reifenabnieb, wie oversteer ist es im Rennen. Dann geht man wieder zurück und versucht im Time Trial die Änderungen durchzuführen. Die zum Beispiel, wenn es zu übersteuert ist, da muss man ja ein paar Änderungen vornehmen, damit es untersteuert ist. Dann muss man das so machen, dass man dabei am wenigsten Zeit verliert. Deswegen geht man wieder ins Time Trial zurück, weil man da sehr gut erkennen kann, was einen viel Zeit kostet und was nicht. Und dann geht man wieder zurück und macht das gleiche nochmal. Wenn man viel Zeit hat, fährt man wieder ein ganzes Rennen. Wenn man wenig hat, fährt man nur einen kleinen Stint. Und so geht es dann hin und fort und man experimentiert. Dort, hier an der Stelle, so viel Zeit, wie man halt hat oder bereit ist, dafür aufzugeben. Dann kommt das Ligarennen und man hat hoffentlich ein gutes Ergebnis. Und das war's auch schon wieder. Ich bin der Grund. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.